Ja, schon mal nur oder ohne. Ja. Das wird schon das Aufnehmen sein. Ja, können wir anfangen? Ja, es kann losgehen. Ja, gut. Da fangen wir an. Also ich begrüße euch alle herzlich zu unseren inauguralen Vorträgen hier in unseren Räumen vom Strato 0 e.V. Und wie ihr alle schon erraten habt, bin ich Roland Hieber. Und ich werde euch was über das Network Time Protocol erzählen und was unser Name damit zu tun hat. Genau. So, also die Motivation hinter diesem Network Time Protocol ist, dass irgendwie Systemzeiten von Rechnern oder von generell von Systemen erstmal von der echten Zeit abweichen können. Also zum Beispiel, wenn irgendwie Strom ausgefallen ist und die Uhr in der Zeit nicht weiterlaufen konnte oder dass Uhren teilweise auch unterschiedlich schnell gehen, je nachdem, was man da für Hardware verbaut. Ob das jetzt irgendwie ein mega toller Quarz ist oder vielleicht sogar ein Cäsiumkristall. Ja, je nachdem. Und die Lösung dafür ist natürlich die Zeit von einem anderen System synchronisieren, was hoffentlich eine richtige Zeit hat. Und gleichzeitig auch halt die Systemuhr anpassen, sodass die Zeit wieder richtig läuft. Also dass sie nachher keine Fehler mehr drin hat, durch Verlangsamung oder Beschleunigung halt. Und das wird zum Beispiel unter Linux mit diesem NTP-Daemon gemacht und der achtet halt darauf, dass die Systemuhr möglichst nicht zu schnell geht und nachher sehen wir noch, wie die Zeitsynchronisation funktioniert und dementsprechend passt dieser Daemon auch die Systemzeit an und verlangsamt und beschleunigt die dementsprechend selber. Und er macht natürlich auch das andere, die Zeitsynchronisation selber. So, die Architektur sieht folgendermaßen aus. Wir haben in diesem Network-Time-Protokoll so mehrere Schichten, die so Stratum oder Strata genannt werden. Und auf dieser ersten Schicht ganz oben ist so ein Zeitgeber, der eine absolute Zeit hat. Meistens ist das irgendwie eine Atomuhr oder eine Funkuhr. Kann aber auch irgendwie ein GPS-Empfänger sein. Also man kann ja über GPS zum Beispiel auch eine Zeit beziehen. Ja, und zum Beispiel, also in den meisten Fällen ist dieser Zeitgeber an einen Rechner gekoppelt, der hier auf dieser Schicht 1, auf diesem Stratum 1 läuft. Und sozusagen nur dieser eine Rechner hat Zugriff auf diese Zeit. Und dieser eine Rechner verteilt dann die Zeit auf die unteren Schichten weiter über diesen NTP-Server-Prozess. Und die jeweils unterliegenden Schichten holen sich sozusagen als Client von einer oberen Schicht, von einem Server sozusagen, ihre Zeit. Ja, und das kann man, also meistens wird das so mit drei Schichten gemacht, um halt auch die Ausfallsicherheit zu gewährleisten, also Redundanz, und damit nicht alle Clients, die unten auf der Endanwenderschicht sind, diesen einen Rechner da oben auf der Schicht 1 irgendwie überrennen und dass dann nachher irgendwie ein Denial of Service passiert oder sowas, das wäre nicht schön. Also, ja, Redundanz wird hier groß geschrieben. Genau, so, jetzt können wir schon ableiten, wenn diese erste Schicht da Stratum 1 heißt, dann heißt natürlich die erste Schicht Stratum 0. Das sind wir hier. Genau, und wir haben diesen Namen gewählt, weil wir ja hier im Braunschweig die PTB haben. Und die hat ja dieses riesige Gerät da, dieses Cäsium, diese Cäsium-Atomuhr, die da in dieser einen Halle steht. Und genau, da läuft dieser Rechner dran. Also hier sieht man gerade nur diesen Zylinder, der gekühlt wird auf minus 270 Grad oder so. Und der ist halt mit einem Rechner verbunden und dieser Rechner zählt diese Impulse von diesem Cäsiumkristall, der da drin schwingt. Und ist halt sozusagen dieser Rechner, der da steht, ist dementsprechend der auf Stratum 1. Und Stratum 0 wäre in dem Fall hier diese Atomuhr. Und genau, das hat nämlich genau unser Name damit zu tun, also als Anlehnung hier an Braunschweig, an die PTB, da wo die Zeit herkommt sozusagen. Genau, so, jetzt komme ich so ein bisschen zum Paketformat von NTP noch. Also ich gehe nur auf NTP Version 4 ein. Es gibt noch vier Vorversionen, die sich so ein bisschen erweitert haben über die Zeit. Und da ist zum Beispiel auch IPv6-Unterstützung jetzt dazugekommen in NTP V4. Ja, also grundsätzlich werden diese Pakete über UDP verschickt, über den Port 123.
Also da kann man NTP-Service drüber kriegen. Dann gibt es in so einem NTP-Paket erstmal so ein paar, sag ich mal, langweilige Informationen wie diese 2 Bytes Leap Indicator. Das zeigt zum Beispiel an, ob da irgendwie Schaltsekunden passiert sind. Dann gibt es 3 Bytes mit einer Version. Also im NTP V4 steht da halt genau eine 4 drin. Dann gibt es einen Mode, also es gibt mehrere Modi, in denen man... Entschuldigung. Dann gibt es irgendwie mehrere Modi, in denen man NTP betreiben kann, also zum Beispiel Peer-to-Peer-Modus oder Client-to-Server-Modus oder auch Broadcast-Modus. Das wird durch diese 3 Mode-Bits bestimmt. Die nächsten 8 Bit dann sind das Stratum, von dem synchronisiert wird. Da kann entweder eine Zahl wie 1, 2, 3 oder so drinstehen, also was wir vorhin hatten, das gibt dann genau die Schicht an. Oder halt eine 0. Eine 0 heißt in dem Fall, dass es nicht bekannt ist. Dann gibt es so ein Poll, Pollfeld, das gibt an, wie oft die Zeit neu gepollt werden soll sozusagen, also so eine Empfehlung. Dann werden halt irgendwie die Präzision von dem Zeitgeber angegeben, von demjenigen, der das Paket schickt und so weiter. Und diese Reference Clock ID ist, glaube ich, noch ganz, ganz interessant. Also da kann man angeben, also derjenige, der hinterher sozusagen die Antwort sendet, kann angeben, von welcher Zeitquelle er diese Zeit bezogen hat. Da kann zum Beispiel eine IPv4-Adresse drinstehen oder es gibt auch, wenn das Stratum irgendwie auf 1 steht, gibt es so einen Sonderwert. Zum Beispiel kann da drinstehen, dass das von einem GPS-Zeitempfänger kommt oder so. Also das sind dann dementsprechend 4 Bytes, die dann im Endeffekt ASCII-Code sind. Ja, da will ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Wichtig sind hier diese Felder, die hier in Rot sind, dieser Origin Timestamp, dieser Receive Timestamp und dieser Transmit Timestamp. Die sind jeweils irgendwie 64 Bit lang und sind im Prinzip die Anzahl Sekunden seit 1. Januar 1900 um 0 Uhr. Und zwar die ersten 32 Bit gibt die Sekundenanzahl an und die nächsten 32 Bit, also die dahinter kommen, sind sozusagen der Sekundenbruchteil danach. Also da kommt man auf eine Genauigkeit von ungefähr 2 Nanosekunden, habe ich mir aus dem RFC rausgelesen. Genau. Ja, da werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf diese Timestamps. Und danach kommen noch so Extension Fields, also da kann man irgendwie Key-Austausch machen oder irgendwie noch was. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht genau angeguckt. Ja, was passiert denn jetzt bei so einer Zeitsynchronisation? Also dieser... Ich habe hier mal so 2 Peers aufgeschrieben auf diesen Linien, die entsprechend Pakete austauschen, die durch die Pfeile gekennzeichnet werden und dementsprechend oben und unten die Origin Time, die Recording Timestamp und die Transmit Timestamps, die auf diesen jeweiligen Systemen dann halt vorliegen zu dem Zeitpunkt. Und man kann hier halt 8 Zeitpunkte erkennen, also einmal, wenn das erste Paket losgeschickt wird, dann wenn das erste Paket bei dem anderen Peer ankommt, dann wenn das Antwortpaket von dem Peer losgeschickt wird und dementsprechend auch, wenn es wieder ankommt. Und das Ganze wird nochmal gemacht, um die Genauigkeit zu erhöhen. Auf jeden Fall, dieser Peer B, den wir hier sehen, der schreibt zuerst mal seine Systemzeit in dieses Transmit-Feld. Das kann man das jetzt zeigen. Ja, dieses hier unten, ne? T1. Also das ist sozusagen seine Systemzeit, die er hier reinschreibt. Und schickt das Paket dann auf zu seinem Peer. Dieser... Entschuldigung, was heißt denn XMT nochmal? Der Transmit. Transmit? Transmit. Okay. Also das ist einfach nur die... Transmit. Das ist einfach nur so eine Nomenklatur, die da benutzt wird. Dieser andere Client, der schreibt diese Zeit T1 in den Org Timestamp in seinen und merkt die sich als Origin Time und schreibt die Zeit, an der er das Paket empfangen hat,
in diesen Recording Timestamp rein. Dann kopiert er das Paket in ein Antwortpaket und schreibt die Zeit, die er, zu der er dieses Paket losschickt, in diese Transmit-Time rein. Und dementsprechend, wenn das Paket wieder beim ursprünglichen Peer ankommt, also dieses Antwortpaket, der überprüft erstmal hier, ob dieser Timestamp T3 auch nicht irgendwie 0 ist, sonst ist da irgendwie was schiefgelaufen. Dieser Timestamp T4 ist die Zeit, an der er dieses Antwortpaket empfangen hat, die schreibt er in diese Recording Time rein. Und dementsprechend prüft er auch nochmal, ob die Transmit Time irgendwie valide ist, also ob sie nicht seine eigene Transmit Time ist, sonst wäre das irgendwie ein Fehlschlag. Genau, und das Ganze wird nochmal gemacht, um die Genauigkeit zu verbessern. Bitte? Das kann auch dieselbe Zeit sein, oder? Die Systeme können auch beliebig auseinandergelaufen sein, theoretisch. Mhm. Ja, kann im Prinzip auch, aber ich denke mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es genau dieselbe Zeit ist, ne? Ja, okay. 2 Nanosekunden. So steht das natürlich auf jeden Fall in diesem RFC drin. Ja, okay. Das ist auch genau dieses Bild aus dem RFC, wie man vielleicht an dem ASCII-Art sieht. Ja, genau dieselbe Zeit kriegst du sofort rein, in dem Moment, wo du Packets duplicated hast. Genau, also solche Duplicate-Packets will man halt vermeiden. Und da es keinen anderen Mechanismus gibt, prüft man da halt einfach, ob es die gleiche Zeit ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Gibt es so eine Seriennummer in den Paketen? Ich habe jetzt nicht... Wenn man sich diese Pakete nochmal anguckt, gibt es... gibt es eigentlich keine Seriennummer, ne? Also die Seriennummer wird dann... Noch IP, also was genau, wird über IP gemacht. Also man hat ja da noch eine zusätzliche Zwiebelschale, UDP und IP drumherum. Darüber kann man ja das dann bestimmen. Das ist die Ursache. Gut, so, jetzt kann man die Zeit, also dieser Peer B hier unten, der hat jetzt 2 Zeitstempel von dem anderen Peer und kann dadurch diese Zeitdifferenz ausrechnen, indem er irgendwie diese Zeit T2 von T1 abzieht, also sozusagen den Delay, den das Paket gebraucht hat, um auf der anderen Seite anzukommen und dementsprechend auch das Delay T3 minus T4. Die das Antwortpaket gebraucht hat, addiert die und nimmt die durch 2 und weiß dann sozusagen, welche Zeit der andere Peer sozusagen hatte und kann sich damit synchronisieren. Genau, das ist im Prinzip alles. Heißt denn mit Anliegs, die Laufzeiten, die beiden Richtungen sind gleich? Und so genau. Ungefähr. Das ist auch so ein bisschen das Problem dahinter, also wenn die beiden Pakete, also wenn es vor allem das Antwortpaket einen anderen Weg nimmt und dann irgendwie eine Sekunde schneller ist oder so, also jetzt im Extremfall, dann kann das natürlich ziemlich heftig werden. Aber gut, im Normalfall ist das beides ungefähr so in dem gleichen Rahmen. Genau. Das wäre es von meiner Seite. Wird das dann mehrfach gemacht und um das dann zu mitteln? Genau, das wird mehrfach gemacht und wird dann statistisch gemittelt. Und dadurch, dass du das mehrfach machst, kannst du ja auch sozusagen deine lineare Verschiebung, also wenn deine Uhr irgendwie schneller geht oder langsamer geht, kannst du es ja auch bestimmen und kannst das dementsprechend dann angleichen. Mhm. So, habe ich noch was? Nee, das war's. Also. Für die letzte Frage sollte ich vielleicht den NTPQ-P zeigen. Bitte was? Willst du mal deine Shell reinhämmern in NTPQ-P? NTP. Was? NTPQ ein Wort, minus P wie. Meinst du, dass da hier installiert ist? Nee. Was hat denn da für ein System laufen? Ubuntu. Okay, also die verwenden ja alle den. NTP-Date. Also das klassische, den klassischen NTP-Daemon, den IC. Da gibt es eigentlich das Kommando, dass du da gar kein NTP drauf. Nö. Also okay, dann gehen wir bitte zu einem Server drauf, wo der NTP-Daemon läuft. Hast du einen? Klar. Also wir fahren nichts ohne. Dann sag mal. Ich kann ihn auch kurz installieren. Ich kann hier den dummen Demon nehmen. Ja, lass mich mal deinen Kilo.
Ist nicht ganz gerne. Kann ich nicht da?